Kinder. Da wird der Personenführer gefordert sein. Und will natürlich seinen Vorsprung verteidigen vor dem Ball. So, und die Mannschaft, die mit 12 Gegentoren die ligaweit beste Defensive in der laufenden Bundesligaspielzeit darstellt, stellt jetzt gerade für uns die nächste Übung dar. Die Zeiten, wo man dann erstmal am ersten Trainingstag die Berge rauf und runter gerannt ist, das ist ja nun auch lange vorbei. Es wird auch unter Xabi Alonso fast alles mit dem Ball erledigt. Natürlich hat die Werkstatt der Bay-Arena auch eine wichtige Funktion für die Leistungsdiagnostik, für viele Dinge rund um das körperliche Wohlergehen von Bayer 04 Leverkusen. Aber es ist insgesamt eine sehr, sehr gute Aufstellung, die Bayer 04 Leverkusen hat für das Fußballjahr 2024. Ein guter Kader. Natürlich hält Bayer 04 Augen und Ohren offen. Das hat ja Simon Rolfes, der Sportgeschäftsführer, betont. Aber im Grundsatz auch das nochmal ganz klar dargestellt. Wird kein Spieler abgegeben. Punkt. Mittendrin beim Passspiel, natürlich, über ihn können wir auch noch mal kurz sprechen, ist natürlich Florian Wirtz, der am 7. Januar 2023, also am Sonntag, jährt sich das Ganze dann ganz genau ein Jahr, ja, sein Comeback mit einem wunderschönen Tor begann. Es war ein besonderes Jahr, auch für ihn. 20 Vorlagen, kein U23-Spieler in Europa hat mehr abgeliefert. Also wenn wir das vergleichen, können wir sagen, 19 hatte Vinicius Junior von Real Madrid auf dem Konto. Jeremy Frimpong 18, auch eine starke Leistung. Boniface 14, Adli 14, das sind Top-Zahlen. Und für Florian Wirtz stehen unterm Strich insgesamt 32 Torbeteiligungen. Das ist absoluter Wahnsinn. Und auf ihn freuen wir uns natürlich auch mit seinen fantastischen Toren gegen Frankfurt oder Freiburg. Hat er ja so viele Ausrufezeichen gesetzt. Hoppla, herzliche Neujahrsgrüße von Robert Andrich jetzt gerade. Schön mit vollem Körpereinsatz zur Sache gegangen. Ihr seht, das Ganze hat sich in zwei Gruppen aufgeteilt. Schnelles, direktes Passspiel, direkter Kontakt. Wo ist der freie Mann im Bedrängnis? Den freien Mitspieler suchen, das sind die Themen. Oder eben möglichst schnell den Ball wieder zurückerobern. All das, was die Werkself im Jahr 2023 vor allem in der zweiten Jahreshälfte herausragend
gemacht hat. Auch nochmal, weil es hier gerade im Chat auftaucht, ob morgen nochmal um 11 Uhr gestreamt wird. Antwort kam ja auch schon, aber nochmal für alle. Also wir streamen nur das Training heute. Und heute gibt es die Live-Einblicke von Bayer 04 Leverkusen. Ja, und die äußeren Bedingungen hier, ihr seht es, besser als erwartet. Denn wenn wir an das gestrige Wetter denken, da hat es dann doch ordentlich Niederschlag gegeben. Sturmböen in der Nacht, aber ihr seht es, wie immer, der Trainingsplatz in Leverkusen im besten Zustand. Und pünktlich zum Trainingsbeginn von Bayer 04 hat es bisher auch noch, toi toi toi, keinen Niederschlag gegeben, also gute Bedingungen, 10, 11 Grad. Es ist durchaus windig, aber bei weitem nicht mehr so stürmisch. Und so kann sich Bayer 04 auf die Highlights des Fußballjahres 2024 in aller Ruhe vorbereiten. Wie gesagt, morgen nochmal ein öffentliches Training an der Bayer Arena. Sonntag das Testspiel gegen den FC Venedig. Das Team von Joel Pochianpalo ist wieder zu Gast in Leverkusen, wie im vergangenen Jahr. 2:1 siegte damals Bayer 04, unter anderem eben durch einen Treffer von Florian Wirtz. Armin Adli traf ebenfalls. Und Venedig, ja, sicherlich ein guter Gegner, um wichtige Eindrücke zu gewinnen für den Auftakt, den Pflichtspielauftakt, dann eine Woche später beim FC Augsburg. Ball läuft gut durch die Reihen, sehen wir hier vorne. Konzentriertes Arbeiten auch bei denen, die den Ball hinterherjagen. Mit dabei hier auch am Ball Lukas Radetzky. Wichtig eben auch aus der Bedrängnis heraus spielerische Lösungen finden. Den Ball auch zurückerobern. Bayer 04 ist ja das Team in der Bundesliga mit den meisten hohen Ballgewinnen in der Liga. Allein vor dem Spiel gegen den VfL Bochum waren es 168. Daran sieht man auch, dass eben auch die Verteidiger ganz weit vorne eingebunden sind. Wie ein Odilon Cossonneau beispielsweise dann auch immer im
Gegenpressing in der Hälfte des Gegners die Bälle abgefangen hat. Das war schon herausragend. Hat ja auch einen großen Topspeed, der Ivora, 35 Stundenkilometer. Eine Säule im Bayern 04-Spiel. Aber eben in den kommenden Wochen steht er nicht zur Verfügung. Und dann rückt zum Beispiel ein Josip Stanisic in den Blickpunkt. Seine Bilanz, 6 Ligaspiele, 2 von Beginn an, sowie 2 DFB-Pokal und 6 Europa-League-Partien. War aber auch wichtiger Vorlagengeber, zum Beispiel in Hecken bei der Europa-League-Partie in Göteborg. Hat er